Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Towns. Und zwar ist das die Folge Nummer 90. Ja, der Michael hatte mir geschrieben, dass ich ja vielleicht auch noch hier so untere Etagen habe, wo auch noch was los ist, ne? Dass ich das nicht vergesse. Gut, ja, wir gucken mal tiefer. Da ist auch noch was, aber da sind wir noch nicht. Okay. Unten werden die Monster natürlich auch stärker. Das haben wir ja auch noch. Hier ist noch eine Treppe und ich glaube dann... Oh, hier rechts, da wollten wir wohl schon mal durch. Hier, da ist ja noch was, ne? So. Das würde ja bedeuten... Ne, das ist ja doof gelaufen hier, ne? Das Loch müsste man dann rein theoretisch stopfen. Aber warte mal, dicke Leiter, das müsste ja dann da passieren, ne? Und den machen wir da noch weg, genauso wie den, damit wir mehr Platz haben. Da kommt ein Händler rein. Müssen wir gerade laufen lassen. So. Ja, das brauchen wir jetzt gerade nicht beobachten. Gehen wir wieder hoch. Und gucken weiter hier, wie das hier ist. Da kommt der Händler. So, hier oben war alles fertig, meine ich. Ne? Genau so ist es. Das können wir dann erstmal ruhen lassen. Wie sieht es hier aus mit Happiness? 38 von 48, das ist gerade nicht so viel. Gut, dann wollen wir mal hoffen, dass wir das hinkriegen, dass wir da unten eine Treppe hinkriegen. So, jetzt ist der Händler da. Ja, gucken wir mal rein. Ich weiß gar nicht. Ach, da bringt Waffen und sowas. Na, jetzt habe ich gerade wieder das Scrollrad genommen, das Mausrad genommen zum Spawn. Jetzt ist da aber auch nicht wirklich was bei, wo ich sagen würde, das brauchen wir, ne? Eisen. Ich glaube, Schuhe waren im Angebot. Aha. Wieder das Mausrad. Waren da noch mehr Schuhe oder waren das die? Ne, das waren nur die, ne? Ja. Was möchte er denn alles so haben? Okay, Sachen, die wir nicht so wirklich entbehren wollen, oder? Auch doch hier. So. Das sind 47. Ich glaube, mehr machen wir nicht. Dreck hätten wir auch noch. Aber der Sand, der liegt ja da oben. Deswegen würde ich sagen, machen wir das. Und weiterlaufen lassen. Gleich auch eine Stufe schneller. So, das müssten wir ja alles hier eigentlich wegholen, oder? Bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber... Wollen wir hoffen. Gut, gucken wir nach unten, ob da in der Treppe schon was passiert ist. Wo war denn das? Hier ist es. Oh, guck mal, da ist schon eine Treppe gekommen. Ja. Das gestaltet sich jetzt schwierig wahrscheinlich, ne? Ich würde jetzt sagen, da muss eine Treppe hin. Ob das so klappt? Muss man schauen, oder? Ein Jingle ist gekommen. Das heißt, ein Held ist gekommen, weil das andere kann ja nicht sein, oder? This girl is ready, okay. Green Slime. Hier war es. Der ist weggegangen, oder was? Genau. Hier war doch nicht gerade noch eine 4 und in dem Moment, wo ich geguckt habe, war eine 3. Ja, wenn da nichts zu essen ist, dann kann ich da auch nichts für, ne? Ja, das liegt wahrscheinlich dran, dass wir gerade den hier versorgen, ne? Er ist auch nur noch 19. Das ist von 47 ja schon eine ganze Ecke runter, ne? So, die Spur lagen da noch. Haben wir denn irgendwen, der das anziehen kann auch? Oder eher nicht? Ich dachte, wir hätten Leute mit Barfuß. Aber hier sind auf jeden Fall Boden. Iron Boots. Das ist ja dreimal so viel, ne? Und das sind auch Boden. Und da sind Hobgoblin-Boots, ne? Mal gucken, wo er da unten dann nachher stirbt, oder? Haben wir gerade hier geguckt. 5. Gut, das ist gleich da. Und das ist hier ziemlich viel weg wahrscheinlich. Ach, da gab es bestimmt irgendwo ein Lager. Genau, die holen das aus dem Lager. Alles klar. Dann ist ja gut. Ja, sollte dann auch gleich erledigt sein, ne? 2 Mann noch und dann ist der weg. Gut, Essen. Essen, Essen. Essen da. Keine. Gut. Rote, 1. Okay, dann ist klar, dass der nichts
dass die Hunger haben. So, abernten bitte. Der ist weg, alles gut. Die Holzschuhe sind jetzt da. Und da läuft einer ganz langsam, der wird dann gleich auch noch sterben, dann hat es wieder super geklappt. Happiness 24. So, kurz gucken. Das Loch ist da. Und das Loch ist auch da. So, da ist eine Etage. Da ist keine, da ist eine. Da ist eine Etage. Nein, da ist keine, da ist eine. Da ist keine, da ist eine. Das heißt, eigentlich müssen wir jetzt hier nur weiter graben. Ich hab so ein bisschen... Ja komm, das machen wir mal so. Und andere Seite können wir auch eigentlich so machen, oder? Dann müssen wir gucken, wie sich das ergibt. Da kommt schon einer. Will der graben? Nee, das ist ein Held gewesen oder sowas, ne? Ist keiner unterwegs für Rat. Aber... Nee, das war wieder ein Held, oder? Aber der hier, der könnte der Bergmann sein. Nee, ist er doch nicht. Gut, schauen wir, wie es da unten gleich weitergeht. Und Apfelplantage ist jetzt gefragt, ne? Ja, sind schon welche abgeerntet, aber ist noch genug zu machen. Gut, Sand wird auch schon eingelagert und Flint gehört da auch zu, okay. Ach, Flint gibt es ja auch, guck. Gut. Steigt die Happiness zumindest? Ja, 25 ist nicht viel. Oh, das mit dem Brot, das wird wohl schwierig mit dem Essen. So, gehen wir mal runter und mal gucken. Ein höher, ne? Ah, da war schon einer. Müssen wir dann mal gucken, ne? Sollte ich das jetzt noch machen? Ah, da kam jemand zum Buddeln. Da ist auch gebuddelt, da wird auch gebuddelt. Ah, da kommen wieder zwei. Ah, da haben wir ein Loch. So, dann sind die Helden als nächstes gefragt, ne? Oh, da kommt noch einer und der macht vorne das Ding da weg. Gut. Ja komm, dann machen wir den auch noch weg. Dann sollte das einigermaßen funktionieren, oder? Da war jemand. Aber das war ein Held, glaub, oder? So. Da kommt die Person zum Abbauen, ne? Genau. Da haben wir auch ein bisschen mehr gesehen. Ich glaube, hier ist auch eine Spinne hinter, oder? Sowas kann das sein. Und da gibt es auch noch einen Gang. Ne, ich glaube, da lassen wir jetzt mal gleich die Helden erstmal runter. Einen haben wir ja noch. Und die sollen dann mal weiter gucken, ne? Was macht's Obst? Ja, ist fast abgeerntet. Obwohl, da sind noch reichlich. Ja, verstehe ich jetzt auch nicht, warum da kein Held kommt, ne? Happiness is down. Eigenartig. Eigentlich hatten wir doch gar nicht so viele Bauaufträge, oder? Holzschuhe stehen da noch. Kohle haben wir. Die Arena ist da. Obst und Gemüse ist da. Hier wird auch eingelagert sogar. Was wollen wir mehr? Oh, wir haben einen zweiten Helden gekriegt. Hat da unten schon... Ah, da läuft einer durch die Gegend. Ah, da war schon ein Held dran, da, guck. Okay. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir hier noch das Teil weg. Dann ist der Gang da gleich so richtig schön angelegt, oder? Da kann man normal durchgehen und dann da auch. Ich weiß nicht, ob hier noch weitergeht. Könnte auch sein, dass da ein Durchbruch ist, ne? Müssen wir schauen. Okay, da kam jemand und baut das gleich ab. Okay, da ist nichts, da ist doch gut.
Dann ist der Gang schon passend gemacht. Gut. So, der Rest ist dann Natur in Anführungsstrichen. Oh, da ist gerade ein Held, der da auch irgendwelche Direwolves bekämpft. Okay. Ja, der hat jetzt zu tun, ne? Ein Held und der läuft weg, dann zieht er einen mit. Okay, das können wir aber verkraften. Gut, der geht wahrscheinlich essen und wenn er satt ist, dann geht er wieder hin und dann ist der andere auch schon da vielleicht. Was ist das? Ein Schrank? Ich glaube, ein Schrank ist das, ne? Okay. Ah, guck mal. Kriegt er den auch hin? Ja, hat er auch hingekriegt. Alles gut. Gut. Wird also auch gebaut. Passt. 34 Happiness, das ist um 10 gestiegen. Das ist doch cool. Super läuft's. Gut. Äpfel sind abgeerntet. Oh, da, nee, das ist alles weg. Gut, okay, klappt. Also das mit dem Essen ist schon immer so ein Problem wohl, ne? Machen wir das auch noch weg. Dann haben sie genug zu essen. Ich glaube, es hat auch immer mit dem Essen wohl zu tun hier, ne? Wenn Essen reichlich da ist, sind sie immer glücklich, oder? Steigt 38. Ja. Muss man das aussetzen in dem Spiel, dass man normale Dinge nicht macht, sondern immer Vorrat Essen macht und dann, wenn der Vorrat gut ist, dann steigt auch die Happiness. So ganz habe ich das noch nicht verstanden. Da wird Holz gefällt. Happiness 37. Ja, hier der Stuhl, der ist schon seit Ewigkeiten in Auftrag, aber wird nicht gemacht. Das sind dann wieder die Dinge. Was sind das? Ach so, okay, das ist ein Held. Ich wollte gerade sagen, was sind das für komische Viecher? 39. Wie sieht's denn mit Steinen aus? Warte, das war die oberste Etage, aber da liegen überall noch welche, also kein Problem. Okay. Unten sind noch ein paar Monster. Ist aber in dem Sinne auch nicht so schlimm. Gut. Alles gut. Ja, der Held könnte ja mal unten was machen, ne? Herbalist. Naja, wenn der da auf seinem Zimmer bleibt momentan, ist das halt so. Happiness, wie sieht's aus? 38, tut sie nix. Gut. Hier, das Blaue ist noch da, okay. Haben also noch genug zu tun. So. Hier ist Eisen, ne? Ja, haben wir auch genug da. Steine sind genug da, Deko ist genug da. 40, wächst und gedeiht. Und hier hat sich, glaube ich, nichts getan, oder? Außer, dass da jetzt einer schon ist. Ja, gut. Die sind jetzt hier noch unterwegs für die Bäume. 41, 7 fehlen, okay. Müssen wir schauen, dass wir die 48 mal irgendwann sprengen, oder? Also es hat viel wohl mit dem Essen zu tun. Wenn Essen genug da ist, dann ist alles im grünen Bereich. Aber jetzt haben wir gerade wieder ganz viele Äpfel und Birnen und schon ist alles gut. Achso, wir können mal gerade gucken, wie es mit Brot aussieht. Also nur zwei, das können mehr sein, ne? Und da ist einer gestorben, ein Held. Keine Ahnung warum. Ich sehe jetzt auch nicht, wo er gestorben ist, aber das können wir ja schnell rausfinden, ne? Wo? Ach, da ist so ein Werwolf. Okay, jetzt
Oh. Der ist wohl doch etwas stärker, ne? War nicht so eine tolle Idee, eine Runde tiefer zu buddeln. Aber jetzt haben wir ihn erwischt, oder? Und er wird auch beerdigt. Plätze sind genug da, oder? Aber wir sind viel zu tief. Ja. Passt. Gut, okay. Das war jetzt nicht so dolle, 23. Aber dafür brauchen wir jetzt nicht mehr 48, sondern jetzt nur 46. Happiness war jetzt natürlich nicht an der passenden Stelle. Gut. Okay, jetzt haben wir einen Toten gehabt, aber dann würde ich auch sagen, soll es erst für die Folge reichen. Müssen wir gucken, wie es da unten sich weiterentwickelt in dem Dungeon. Und ich sag recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.